Wenn du ein empathischer Mensch bist, kannst du Menschens Verhalten erkennen, du kannst sie lesen. Du guckst ihnen in die Augen und du weißt ganz genau, wie es ihnen gerade geht. Du weißt, dass sie gerade Angst haben oder sonst irgendwas. Diese Menschen, viele Menschen lassen sich leicht lesen. Und ich habe schon als Kind schon immer gemerkt, ich habe so viel Empathie, dass ich jedem helfen kann. Aber nahezu kann mir keiner helfen, weil so viele Menschen keine Empathie haben. Ja, wie gesagt, wenn du Empathie hast, du kannst Menschen lesen. Du erkennst, wenn dieser Mensch Angst hat. Ich mache ein Beispiel. Ich war im Urlaub. Da war diese blonde süße Frau. Und das war, wo ich mir das Tattoo machen gelassen habe. Habe ich in so einem Shop machen lassen beim Kollegen. Und jedenfalls war da dann diese Blondine. Und ich habe gemerkt, dass sie so Angst hat. Und habe sie einfach nur so runtergenommen. So, ey, ja, enjoy it. Wir haben so auf Englisch gesprochen, weil das war in Spanien. Ja, enjoy it, bla bla bla. Und niemand im Raum hat verstanden, warum ich das getan habe. Aber ich habe gemerkt, dass sie es verstanden hat, dass ich sie so runtergenommen habe und was weiß ich. Aber im gleichen Moment habe ich direkt so gesehen, ey, das ist so eine Attention Bitch. Diese Aufmerksamkeit so von jedem, guckt jeden so an, so ja, hä. Und ich mag sowas halt einfach nicht. Ich mag halt eher so diese ruhigeren, die nicht die ganze Zeit die Aufmerksamkeit von jedem brauchen und was weiß ich. Das habe ich dann auch so bei ihr gemerkt, so sie ist zu aufgedreht. Ja, deswegen, das wollte ich jetzt einfach nur so mal sagen, wenn du das merkst. Du merkst, dass eine, die gefällt dir, die sieht auch richtig gut aus. Aber sie ist irgendwie strange. Sie sieht gut aus, aber sucht trotzdem die ganze Zeit die Aufmerksamkeit von jedem. Meistens sind das so diese crazy Weiber, die so kein Selbstwertgefühl haben und die ganze Zeit deswegen die Aufmerksamkeit brauchen. Deswegen, das haben dann halt auch viele in der Hinsicht nicht verstanden, dann in der Zeit haben sich so gefragt, hey, warum ist der jetzt dann so kalt? Die ist dann auch öfters zu mir gekommen und so, und ich gucke dann nur so rüber, nick dann nur so mit dem Kopf, so, weil mich das dann irgendwann auch so ein bisschen abfuckt. Aber ja, du musst einfach nur aufpassen. Es gibt einfach, wenn du einen Wert hast als Mann, und du hast Empathie sogar noch und kannst Leute lesen, dann ignoriere nicht die Fakten. Wenn du einen Mensch gelesen hast, dann akzeptiere den Mensch so, wie er ist, weil meistens ist genau das, was du gelesen hast, das Richtige. Genau das, was du denkst, was dieser Mensch ist, deine Beobachtung, genau das ist das Richtige. Und dann geht diesem Gefühl nach und achte auf dieses Gefühl, denn dieses Gefühl ist von deinem inneren Ich, das zu dir sagt, so ey, nein, pass auf, das ist es jetzt nicht wert, die ist einfach nur so, die will deine Aufmerksamkeit rauben und was weiß ich, und die sind überall, die kannst du überall haben, die sind, wie gesagt, im Fitnessstudio, in der Schule, bei dir auf der Arbeit. Da kannst du die überall finden, auf Social Media, die die ganze Zeit, hey, hier, gucken, Bilder machen und was weiß ich. Deswegen, scheiß auf Bitches. Ich sag's immer wieder, zieh die richtige an und glaub mir, es lohnt sich zu warten auf die richtige. So, nicht die richtige,
wie es im Bilderbuch steht, so, nein, ich will die richtige, ich will meine Prinzessin. Nein, einfach die Person, die zu dir passt, zu deinem Lifestyle, zu deinen Standards, deiner Vorstellung, so wie du dir die Person so vorstellst. Keine Ahnung, bei mir beispielsweise trainiert, nicht pflegebedürftig, selbstständig, die auch weiblich ist, die feminin ist und lauter solche Dinge. Du solltest Standards haben und geh deinen Standards nach und verkauf dich niemals unter deinem Wert. Deswegen, in diesem Sinne, achte auf deine Aufmerksamkeit, denn alles, wo du deine Aufmerksamkeit hingibst, where attention goes, energy flows, und genau das ist das. Da geht deine Energie hin. Deswegen fühlst du dich manchmal so ausgelaugt oder meistens, weil du dann die ganze Zeit an diese Person denkst oder sonst irgendwas. Ich will dir helfen. In diesem Sinne, bewahre deine Energie, behalte sie bei dir und verschwende sie nicht zu viel an Frauen oder Männer, die es nicht wert sind. So, wenn du einmal diesen Menschen gelesen hast, fertig. Und dann geht's weiter. In diesem Sinne. Peace.